Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Theo Schelp, Ihr Gastgeber im YouTube-Kanal Vitalität im Alter. Heute sprechen wir zunächst über 5 Ernährungsvideos, die Sie auf keinen Fall sehen sollten. Und ich sage Ihnen auch warum. Aber im Ernst, eigentlich geht es um eine Vertiefung des Themas artgerechte Ernährung aus dem letzten Video, das ich Ihnen hier noch einmal empfehlen möchte. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Wenn Sie in der YouTube-Suche Ernährungstipps Alter eingeben, werden Ihnen Videos mit so vielversprechenden Titeln wie 5 Lebensmittel gegen Arthrose, Superfoods bei Entzündungen, 8 geheime Tipps über Ernährung, die Top 5 Lebensmittel für 2023 angeboten. Wenn Sie dort reinschauen, erfahren Sie wahrscheinlich schon viel Bekanntes, auch wenn es als Geheimnis verbrämt ist, mache ich ja auch. Es werden Produkte aufgezählt, als wenn diese für gesundes Altern ausschlaggebend wären. Tatsächlich ist es aber so, dass es im Wesentlichen von der eigenen Haltung zur Ernährung im Alter abhängt, also von unserem Kopf, ob gesunde Langlebigkeit uns gelingt oder nicht. Von daher sind solche Videos, die Ihnen kleinteilig und oft auch zusammenhanglos Einzelinformationen über bestimmte Lebensmittel liefern, selten wirklich hilfreich, weil sie Sie nicht dabei unterstützen, sich nachhaltig für eine artgerechte Ernährung zu entscheiden. Ich möchte Ihnen daher eine Haltung zum Essen nahebringen, anhand derer Sie jeden Tag selbst entscheiden können, welche Lebensmittel Sie kaufen und verwenden und wann Sie welche Nahrung zu sich nehmen wollen. Dazu ist es allerdings nötig, dass Sie eine gute Vorstellung davon haben, welche biologischen Systeme des Körpers im Organismus wie durch Nahrung beeinflusst werden. Das heißt, was heißt artgerecht in einem funktionalen Sinne denn wirklich? Dabei werde ich, wie letztes Mal versprochen, nicht in die Tiefe der biologischen Wirkmechanismen gehen. Sie sollen nur selbst einschätzen können, welche Produkte wie auf Ihren Körper einwirken und dann entscheiden, ob Sie sich diese Wirkung zumuten wollen oder nicht. Also, los geht's. Gesundheit und Krankheit beruhen auf dem koordinierten, im Sinne von Gesundheit, oder in der Balance gestörten Zusammenwirken, im Sinne von Krankheit, von 7 biologischen Systemen. Erstens, das strukturelle System, Zellen, Organe, Muskeln, Knochen, Skelett. Zweitens, das System der Nahrungsaufnahme, der Verdauung, das Mikrobiom, die riesige Menge an Mikroben in unserem Darm. Drittens, das System der Kommunikation im Körper, Hormone, Neurotransmitter, elektrische Ströme. Viertens, das System des Transports im Körper, Blutkreislauf, Lymphsystem. Fünftens, das System der Energieproduktion, Produktion von Adenosintriphosphat, Vorsicht, ATP in den Mitochondrien der Zellen. Kommen wir nochmal darauf zurück in einem anderen Video. Sechstens, das System der Abwehr und Reparatur, unser Immunsystem, das System der Entzündung, die Bedeutung von Entzündungen für Heilung und so weiter. Und schließlich, siebtens, das System der Entgiftung, Müllabfuhr. Mit diesen grundlegenden 7 Systemen unserer Biologie sollten Sie einigermaßen vertraut sein, wenn Sie kluge Entscheidungen über Ihr Essen treffen wollen. Wenn Sie also entscheiden wollen, was ist gutes Essen essen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch etwas wenigstens über die Nahrung an sich wissen. Das heißt, woraus besteht das, was wir essen und trinkenmäßig zu uns nehmen. Und dabei gibt es folgende Unterscheidungen zu treffen, die Ihnen wahrscheinlich aber auch im Wesentlichen geläufig sind. Die grundlegenden Bestandteile unserer Nahrung sind erstens Eiweiß, Proteine, zweitens Fette,
gesättigte, ungesättigte, mehrfach ungesättigte. Drittens Kohlenhydrate, im weitesten Sinne Zucker. Viertens Ballaststoffe. Diese vier werden auch Makronährstoffe genannt. Aber es gibt daneben auch noch sogenannte Mikronährstoffe, nämlich fünftens die Mineralstoffe, Eisen und dergleichen mehr, Kalium. Sechstens Spurenelemente. Siebtens Vitamine und so ähnliche Stoffe, Vitaminoide. Und achtens die sekundären Pflanzenstoffe. Die oben genannten sieben Systeme unserer Biologie können wir uns als Zellen vielleicht einer Tabelle vorstellen. Wenn wir dann die grundlegenden Bestandteile unserer Nahrung als Zeilen ansetzen, ergibt sich diese Matrix, die ich Ihnen hier an die Seite gestellt habe. Bei einer Kreuztabelle für gesunde Lebensmittel müssten in den Zellen der Matrix jeweils die Lebensmittel stehen, die die Gesundheit im Alter fördern. Quasi in einer negativen Matrix ständen dann die Sachen, auf die man tunlichst verzichten sollte. Meiner Meinung nach ist das vielleicht eine schnelle Entscheidungshilfe für die Frage, esse ich dieses Lebensmittel, beziehungsweise werde ich dieses Lebensmittel weiter verwenden oder nicht. Über Getränke werden wir nochmal separat reden, aber mit diesem Gedanken der Matrix möchte ich Sie für heute allein lassen. Vielleicht haben Sie ja jetzt schon ein paar Ideen, welche Produkte aus Ihrem Vorrat gesundheitsfördernd sind und welche nicht. Ich wünsche Ihnen eine ruhige, entspannte Woche mit möglichst wenig Stress und vielen Gelegenheiten, gutes Essen zu essen. Ihr Theo Schelp. Auf bald und adieu.